Heute kämpft ein echter Sizilianer um gute Noten. Und jetzt geht los! Singt oder kocht er besser? Das Gemüse, vielleicht noch ein bisschen Salz, Pfeffer, viel hier, aber... Was fand ich alles? Ja, gut. Sebastiano, was ist das für eine blöde Antwort? Steht am Tisch. Beim Feedback muss ich sagen, dass er keinerlei Kritik angenommen hat. Eine Kost- und Geduldsprobe. Ja. Wenn du mich anpiekst und reizt, dann kann ich auch anders. Diese Art, wie hier Sebastiano gerade auftritt, ist einfach eine Schande. Willkommen zum vierten Tag vom Restaurantwettstreit in Mecklenburg-Vorpommern. Aktuell führen das Sundblick und das Carmina am See mit 33 von 40 möglichen Punkten. Heute präsentiert Sebastiano das Il Rustico in Garz im Süden von Rügen. Spitzenkoch Mike Süßer könnte von hier aus fast in die Ostsee spucken. Macht er natürlich nicht. So, ihr Lieben, vorletzter Tag und wir sind wieder auf der wunderschönen Insel Rügen angekommen. Und jetzt kommt unser Parade-Italiener, ne? Sebastiano ist dran. Unser Sizilianer, seit 2016 hat er den Laden. Und der Name ist hoffentlich kein Programm. Il Rustico, ne? Es gibt so ein paar Italiener, die sind so ein bisschen so stehen geblieben. Und ich hoffe natürlich jetzt auf eine wirkliche, entzückende, herrliche, frische, mediterrane, sizilianische Küche. Vor 30 Jahren kam der Chef und Chefkoch nach Deutschland. Ich bin Sebastiano De Fiore. Il Rustico ist mein Restaurant. In Losentiz auf Rügen. Ich koche meine Küche, was ich kenne, von Sizilien. Also sein Akzent macht ihn auf jeden Fall 100% authentisch, würde ich mal sagen. Ne? Man muss genau hinhören. Ne? Ich habe Ausbildung gemacht bei großen Chefkoch von Sizilien. Ich habe gearbeitet in Hamburg. Nach 10 Jahren habe ich mich entschieden, selbstständig zu machen. Ernährung und Naturkunde sind seine absolute Leidenschaft. Alle meine Leute hatten mir eine Bedeutung. Warum Gastronomie ist eine sehr schöne Arbeit. Ich habe Kontakt mit den Gästen, neue Geschichten, neue Leben, Erfahrung. Ich denke, ein Koch kann sein wie ein kleiner Gott. Wenn ein Essen ein schönes Essen und mit Liebe gemacht, macht die Leute glücklich und das macht mich glücklich. Kann er Mike glücklich machen? So, Empfang draußen, oder? Wie machst du ja. So? Machst du das so? Ja, jetzt. Sebastiano, was für ein schöner Name. Hä? Grazie. Ja, mein Lieber. Und hier, Il Rustico. Will ich sehen. Die Terrasse hat 100, das Lokal 50 Sitzplätze. Rot-weiß-rote Tischdecke. Das sind Holztische, ja. Erster Blick ist okay. Ah ja, klein und schnuckelig, oder? Ja. Und ein bisschen dein Italien oder dein Sizilien oder was hast du ja. Dir hier geschaffen? Hä? Ja. Aber du bist eh schon länger auf den Inseln hier unterwegs oder auch auf der Insel? Oder? Jetzt bin ich hier 7 Jahre, ja. Fast 8 Jahre. Ja. Vorher war ich in Usedom. Okay. 5 Jahre, 6 Jahre. Das heißt, du liebst Inseln, oder wie? Ja. Und frische Küche. Ist das schön? Das ist meine Wokentafel, okay. Wo ich wechsle immer mit Fisch und Fleisch. Okay. Endet und auch die Nudeln. Aber hier auch Besonderes. Klassisch hast du auch noch gerade, oder? Was Feste. Okay. Auch da erfüllt er ja alles an Klischee. Ne? Also einmal die Tafel, wo zum Beispiel der Tagesfang oder das Tagesaktuelle niedergeschrieben ist. Das lieben die Menschen. Meistens ist die Tafel groß, dass man so an den Tisch ranschieben kann. Bei ihm ist es kleiner ausgefallen. Und dann hast du deine Standards auf jeden Fall in der Speisekarte. Das passt. Und du stehst auch selber noch in der Küche, ne? Du bist, ja, ich bin in der Küche und manche backen auch draußen. Die Gäste freuen sich auf mich. Dass du ein kleiner Entertainer bist, das kann man, sagen wir mal vorsichtig, erahnen. Oder? Ja. Okay. Mein Lieber, kriege ich eine Pizza oder kochst du was für mich? Nee, ich koche. Ah, ich koche. Ja, heute koche. Ja, da darf ich ein bisschen. Wir schöne Garnele mit der frischen Pappardelle. Gebt es jetzt, Garnele Pappardelle. Okay. Attacke, ab in die Küche. Attacke. Sebastiano geht gerne auf Gästewünsche ein. Nur Pasta mit Ketchup würde er nie machen. Mit Bullauge, das passt aber. Mein Freund. So, das ist dein Küchlein hier? Ja. Okay, du hast das eh angekündigt. Pappardelle. Eine schöne, breite Pappardelle. Ist aber Frischware, merke ich gerade, gell? Ja. Ne? Und Tomätchen kommt da rein, Knoblauch kommt da rein. Und Garnelchen kommt da rein.
Das ist ein Pfannen-Huschi-Wuschi. Schnell, schnell geht das Gericht, oder? Ja. Ja, dann los. Auf Italienisch Avanti. Safety first. Schau mal. Ne? So arbeiten Italiener. Immer auf der Überholspur, ne? So, hast du gesehen, das war schon vorbereitet? Ja, hast du vorbereitet. Hier, ja, jetzt aber. Jetzt hast du es. Also, Schneidebrett muss stabil liegen, ne? Sonst ist die Gefahr, dass man sich schneidet, echt groß. Gut, wie geht's hier weiter? Erzähl. So, weiter jetzt geht. Hier haben wir die Garnele. Ja. Die hast du schön zugeputzt. Jetzt machen wir die Knoblauch sauber. Mhm. Ein bisschen, das muss weg. Ach so, die Enden schneidest du ein bisschen ab. Ja. Wenn sie getrocknet sind oder ich sowas. Ich mache auch das weg. Ah, zur besseren Verdauung, sagt man, ne? Nur für die Verdauung und die zweite Tage stinken in das Mund. Wieso das? Na ja, dass jetzt die geruchslos sind danach, das habe ich noch nicht festgestellt. Nee. So, wie läuft's? Jetzt läuft es so. Brauchst du Öl, oder? Ich sehe, du brauchst. Oder kein Öl. Ah. Aber nimmst du gar kein Öl? Guck mal zu. Er reagiert nicht mehr. Hallo. Darf ich noch einmal fragen? Ja. Nimmst du kein Öl? Ja. Kein Öl? Ja, ich nehme Öl. Aber wann? Nicht jetzt beim Anbraten? In der richtigen Zeit. Ich lasse ein bisschen so. Okay. Ich habe gesagt, ich koche meine Art. Ja. Ich koche meine Art. Okay. Natürlich gab die Garnele, ist keine Frage. Direkt auf dem Gusseisen geht genauso. Aber ein bisschen Fett ist ja, überträgt ja dann die Hitze ganz anders. Ne? Und das Bratverhalten ist dann ein anderes. Jetzt machen wir die Öl. Okay. Warum machst du das erst später? Geschmack. Was ist die Idee? Geschmack. Geschmack zu sagen. Okay. Pappardella heißt übersetzt nicht nur die Bandnudel, sondern auch das Gelaber. Was machst du? Weißwein. Hallo? Ach, herrlich. Ja, also wir haben jetzt einfach hier einen leichten Stummfilm. Ich habe auch keine Lust, immer nur einen Monolog zu führen. Also schauen wir halt zu, ne? Hast du Cognac dazu gegeben oder kommt das noch? Cognac. Hast du schon? Ja. Ja, du musst ein bisschen, die Fernsehzuschauer sehen ja gar nichts. Deine ganzen Geheimnisse fliegen an der Kamera vorbei. Keine Ahnung, was da gerade abgeht mit ihm. Ja, jetzt machen wir in die Seite ein bisschen. Machen wir schöne Deckel. Und das ist eigentlich fertig. Du wartest nur noch auf die Nudeln da rein. Jetzt warten wir auf die Nudeln. Und haben wir da wenigstens Wasser und Salz. Kein Salz. Muss alles verraten oder was? Sicher, das ist ja mein Job. Ich koche ohne Salz. Du kochst ohne Salz? Normal. Eine Nudel braucht Salz am Wasser, damit sie. Und das kriegst du auch nachher nicht rübergewürzt einfach. Ne? Braucht im Körper, braucht sie einfach Salz. Aber bin jetzt gespannt. Komm, raus da. Die frischen Pappardelle mit Riesengarnelen kosten 23,90 Euro. So, ich habe fertig. Ja, ich auch. Ich auch fertig. Fertig ist auch gut. Ja. Komm, setz dich zu mir. Sebastiano kann nur hoffen, dass es Mike nicht auch die Sprache verschlägt. Garnelchen haben wir. Ich muss gleich was sagen, ich habe die angeschnitten, ne? Gleich eine große. Die ist schon sehr lange, muss noch ein bisschen früher rausnehmen. Ne? Ein bisschen trocken. Wahrscheinlich in der Flüssigkeit, so wie das ganz oft noch passiert. Einfach drin gelassen in der Pfanne. Ne? Und dann zieht die durch, wird sehr, sehr fest, sehr trocken. Und dem fehlt dann so ein bisschen dieser glasige Kern. Das ist hier passiert. Nachher später hast du auf jeden Fall Salz draufgegeben, das spüre ich jetzt. Es ist jetzt auch gut abgeschmeckt, da gibt es jetzt nichts. Es ist ein Klassiker, da kann man überhaupt nichts sagen. Aber die Linguine normalerweise passt besser. Eine schlankere Nudel. Genau. Genau, weil allein da hatte ich nie gehabt. Ah, so. Ich wollte das gerade sagen, dass eine breite Pasta. Ich habe auch die Mandelnudel da. Mhm. Aber ich finde, die Pappardelle schmeckt besser. Die ist breit, ich habe einen schönen Biss. Aber fürs Gericht wäre eine schlanke Nudel besser. Ja, ich würde es für den Wettbewerb eh ein bisschen abändern. Ich merke auch, dass du schon auch noch ein bisschen der Italiener bist, der so ein bisschen im früheren Italien ist. Gell? Mhm. Es ist nicht böse gemeint. Der Name Il Rustico, es ist schon auch noch ein bisschen rustikal. So ein paar Kleinigkeiten könntest du vielleicht noch mal da einfach noch ein bisschen, weißt du, ich finde diese Plastiksachen, das hat in der Gastronomie nichts zu suchen, das ist so ein bisschen schade. Einfaches, gutes Gericht, aber mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Also ich fände es schöner, wenn ihr mal irgendwann auf andere Teller umschaltet. Eine schlankere Pasta, Tagliatelle wäre super zum Beispiel. Die Plastikdinger hier weg. Pappardelle. Ich habe gesagt, wäre besser.
für den Linguine. Wettkampf. Linguine oder irgendeine schöne, selbst eine Spaghetti fände ich besser. No, Spaghetti, ne. Ich habe gesagt, eine dünne. Ja, ja, wenn du ja mich anpiekst und reizt, dann kann ich auch anders. Gell? Ich will dir gerade helfen. Also es ist tatsächlich so, dass ich es jetzt einfach wirklich gut gemeint habe und er versucht mich hier ständig zu verbessern. Das sollte man da nicht machen. Ne? Es ist, ich kann ja nichts dafür, wenn er beratungsresistent erscheint und hier jetzt hier rumwurschtelt. Ne? Dann kann ich auch anders. Ne? Meine Empfehlung ist an dich für den Wettkampf, Tischdecken mit Löchern weg, Plastik von den Tischen, ein bisschen mehr Qualität rein, wäre meine Generalinformation jetzt für dich. Ja, hast du recht. Okay, also zum Wohl. Ne? Ja. Hast du recht, ich weiß. Für die Tischdecke tut mir leid, aber ich verbessere mich. Wieso? Hat auch recht. Und mit diesen Plastiknänger hat auch recht. Und nächstes Mal machen wir alles toppitoppi. Das ist ja schön. Ne? Ich habe jetzt hier einfach auch dann diese Einsicht vernommen. Und ich hoffe, dass das dann auch wirklich umgesetzt wird. Ne? Dein Fazit? Hat sich der Süße aber aufgeregt. Hä? Ja, es gibt halt auch Seiten an mir. Wenn man da zwei, dreimal auf den Knopf drückt, ne? Wenn ich sage, eine schlanke, dünne Pasta, eine schlanke, dünne Nudel, dann werde ich korrigiert mit Pasta, Nudel und Tagliatelle oder Spaghettini. Nein, Linguine, heißt doch drauf. Mach's vernünftig, mach's ordentlich, schmeiß den Plastik runter, Löcher aus den Tischdecken raus. Und dann ist doch gut. Die Pasta selber war wirklich gut, auch wenn kein Salz am Wasser war. Darum geht's überhaupt nicht. Hübsch den Laden bitte auf, mein lieber Sebastiano. Ich möchte eine Heldenreise von dir. Ist doch schnucklig, passt doch alles. Aber ein bisschen wieder Amore, Liebe in das Geschäft.